Hallo Minecraft-Freunde, hier sind wir wieder zurück beim Let's Play. Die Welt wird wieder aufgebaut, liegt daran, dass ich nach jeder Aufnahme, ich bin immer noch am gleichen Dach, ne? Aber dass ich nach jeder Aufnahme halt Minecraft einmal kurz beenden muss, sonst stürzt es ab. Deswegen wird die Welt neu aufgebaut. Der halbe Turm nur zu sehen. So, das ist jetzt die vierte Folge, die ich am Stück aufnehme. Ich habe schon wieder vergessen, die Uhr zu starten. Machen wir mal schnell. Und ich überschlage mich beim Reden. So, das ist die vierte Aufnahme, das heißt 4, 5, 6. Hallo und herzlich willkommen zum 7. April. Zum 7. April. 7. April. Heute ist Samstag. Ja, heute ist Samstag. Kann das denn sein? 1, 2, 3, 4. Ja, heute ist Samstag. Schön, ihr habt Wochenende, aber ihr seid sowieso gerade in den Ferien, ne? Einige von euch. So, was möchte ich tun? Ich möchte zu diesen Nashorn darüber. Ich habe es mal, glaube ich, vor drei Folgen Nashorn benannt und von hier aus sieht man sehr gut. Nashorn, eindeutig Nashorn. Da möchte ich jetzt mal rüber und mir das genau angucken. Zu diesem Zweck nehmen wir natürlich das uns anvertraute Boot, was beim letzten Mal ein bisschen weggesprödelt worden ist. Ich überlege gerade, die Sonne geht wahrscheinlich gleich unter, ne? Ja. Moment, dann nehmen wir das Fleisch hier raus. Ungefähr so. Andere Seite auch. Im Platz haben wir noch genug. Dann nehmen wir eben das Boot und fahren rüber zu... Ach, wir müssen doch eh nochmal gucken, was unser Getreide macht, ne? Dann fahren wir erstmal zum Getreide. Ich denke, ich kann diesen Fluss gut dafür benutzen, um ein bisschen an die Getreidefarm ranzukommen. Da ist das Lager an der Schlucht, da ist auch die Getreidefarm. Gucke ich mal, was da so abgeht. Ob das überhaupt was bringt, was ich hier mache, weil ich bin ja eigentlich schon ganz schön weit weg. Ja, ich kann nicht darüber fahren, aber ich kann mein Schiff da erstmal hier parken. Zum Dings muss ich dann irgendwo darüber. Ich denke, ich muss nicht das Schiff nehmen, ich kann darüber rennen. Ist vielleicht sogar günstiger. So, anhalten, aussteigen und los rennen wir mal ein bisschen. Ich kann ja genauso gut im Lager gleich schlafen gehen. So, darüber springen. Ich habe mich hier oben Weg angelegt, wenn ich den gar nicht benutze. So, da ist die Brücke, die haben wir vor Ewigkeiten mal gebaut. Jetzt gehen wir unter der Getreidefarm her. Ja, und dann wird es so langsam dunkel draußen. Wollen wir den Sonnenuntergang genießen? Oh, hinter den schneebedeckten Wäldern geht langsam die Sonne unter. Ist das nicht schön? Oh, herrlich. Aber ich habe gerade gehört, dass mein Sohn gerade wach geworden ist. Ich glaube, ich muss mal kurz gucken gehen. Sprich, ich werde mal kurz die Aufnahme hier anhalten. So, bis gleich. So, und da sind wir auch wieder zurück. Ich muss mich für die kleine Unterbrechung entschuldigen. Aber, ja. Kleine Kinder und so, ne? Müsst ihr leider verstehen. So, wir wollten, glaube ich, hier schlafen und legen. Das machen wir jetzt auch gerade. Heißt übrigens Soulmate, das Lied. Ich habe mir jetzt noch vorgenommen, öfters mal zu sagen, wie die Lieder heißen, die hier gerade laufen. Was hatten wir jetzt eigentlich genau vor? Wir wollten gucken, ob das gewachsen ist, ne? Das war, glaube ich, unser Ziel. Deswegen sind wir hier rübergegangen. Und dann wurde es Nacht und dann habe ich mir gesagt, ich gehe erst schlafen. Was ist da hinten für eine Höhle? Achso, das habe ich bestimmt schon zehnmal ausgeleuchtet. Oh, das Mikrofon ist nicht richtig. Tut mir leid, ich muss da nochmal dran packen. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder richtig zu hören. So, wahrscheinlich war ich jetzt zu weit weg und ist überhaupt nichts gewachsen. Naja, ein bisschen. Aber so viel Knochenmehl will ich jetzt auch nicht holen, ne? Wie sieht's unten aus? Da ist sogar schon eins fertig geworden. Gut. Ja, schick. Was machen wir denn jetzt? Das Abarbeiten ist doof. Wir müssen trotzdem noch in der Nähe bleiben. Das Schiff scheint nicht so ganz in der Nähe zu sein. Was machen wir? Ja, Elephant Style heißt das Lied. Ja, nur weil ihr das wisst. Das ist von, von wem ist denn das? Kann ich gerade nicht sehen. Das kann ich gerade nicht sehen! Ist egal. Also Elephant Style. Sucht danach einfach, vielleicht findet ihr das ja dann. So, ich glaube, hier war doch irgendwo eine Höhle, oder? Oder hier im Flachland war hier eine Höhle irgendwo? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir das sagen? Jetzt gerade. Ein Tintenfisch! Hilfe! Ein Tintenfisch! Ah! Ich komme hier nicht mehr raus! So, Schippe in die Hand. So. Ach, ich weiß wieder. Ich wollte zum...
Aha, ich wollte zum Nashorn rüber. Ja, habe ich nicht vergessen. Aber beinahe. Beinahe hätte ich es vergessen. Hier ist eine Höhle, siehst du? Ich wusste es doch. War ich da nicht vorhin schon mal reingerannt? Genau die gleiche? Oder war das die hier? Die sind doch alle gleich aus hier. Oh, die geht aber tief runter. Hier war ich aber, glaube ich, schon mal drin, ne? Ja, hier war ich schon mal. Was war das jetzt für eine Höhle? Ich muss noch mal ganz kurz nachgucken, was das für eine Höhle war. Ihr erlaubt das, ne? Ihr erlaubt mir ja alles. Hier gibt es auf jeden Fall noch Zombies irgendwo. Und Lava gibt es ja auch. Und ein Schwein. Komm, dich befreie ich. So, hat dich befreit. So, ich glaube, irgendwie bin ich in diese Richtung dann noch nicht weitergegangen, scheinbar. Also da oben schon, aber unten irgendwie nicht. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, machen wir das einfach mal. So, fertig. Ach ja. Nehmen wir noch die Kohle mit. Die Kohle kann man immer gebrauchen. Hat sich gerade irgendwas geportet, glaube ich. Ich nehme einfach die Kohle mit oder ich höre Schleim. Ja. Rising von KST Beats. Also wenn ich jetzt dran denke, sage ich immer, wie das Lied heißt. Ich hoffe, ihr dankt es mir. So, dann müssen wir wieder nach oben. Ich glaube, hier bin ich runtergekommen. Hier gehen wir wieder rauf. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg zum Narshorn. Wenigstens kommt man hier schön wieder hoch. Ich habe mich also hier schon mal hochgearbeitet scheinbar. Und dann habe ich hier gesehen, falsche Seite. Gehen wir doch mal auf die andere rüber. Bam, bam. So, das Nashorn ist in die Richtung. Nehmen wir das Boot, nehmen wir das Boot, nehmen wir das Boot, nehmen wir das Boot. Ja, wir nehmen das Boot, komm. Da kann ich noch ein paar Seemannslieder singen. Row, row, row your boat gently down the stream. Life is but a dream. Oder my bounty is over the ocean. My bounty is over the Nashorn. Und bring back my bounty to me. Bring back. Bring back. Oh, bring back my bounty to me. To me. Bring back. Bring back. Oh, bring back my bounty to me. So. Das Nashorn ist echt ein Nashorn. Oh, jetzt ist mein Schiff kaputt gegangen. So lange hat es gehalten, jetzt ist es kaputt. Also nicht ganz, wenn man näher rangeht, sieht es natürlich nicht mehr so ganz wie Nashorn aus, aber der Schwanz fehlt natürlich und hast du nicht gesehen. Aber schön. Noch relativ Fell hier drunter, also hier sind keine Mobs, das ist gut. Das sieht auch fantastisch aus, da oben läuft so ein bisschen Wasser raus und das sieht ja geil aus. Ja, besteigen wir das Ding hier oder was machen wir damit? Ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwie eine Höhle ist und ich wollte hier gerade nochmal in die Höhle und da hinten war ich ja schon. Zombie irgendwo. Ich hab was gehört. Und wenn da irgendwo ein Zombie ist, ist da auch eine Höhle. Hier ist ein Schwein gestorben. Ist wahrscheinlich von oben runtergefallen. Hm. Habe ich mich so verhört? Leute, wie schmal ist denn das? Das muss ich mir mal jetzt nach... Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen wegen dicker Fels, dass da genug Wasser auch drin ist. Aber das ist ja nur ein ganz schmales Ding. Dingens. Und das da oben sieht aus, als wäre da... Von der Seite sieht es interessant aus, aber nicht so schön wie von der anderen Seite. Ich traue mich auch nicht darauf umzubauen, das ist ja, sieht ja richtig schön aus, richtig nice. Da mache ich mal nichts dran. So, wir suchen jetzt hier eine explizite, eine x-beliebige Höhle suchen wir jetzt. Aber ich glaube, unterm Nashornbein ist eine, weil ich habe da irgendwo Zombies gehört. Und das ist bestimmt nicht von diesen Zombie-Spawner da, der ist nämlich weit weg. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier so ein Crabberization. Einfach mal da rein. So, wir hören Get In. Auch von KST Beats. Nur falls es euch interessiert. Oh, jetzt habe ich einen zu viel weggemacht. Ich depp. So, der oben ist auch noch weg. Natürlich ist es Dreck und ich mach's mit der Spitzhacke. Was habt ihr anders erwartet von mir? Ich weiß nichts. Und das ist auch gut so. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo hier ankommen. Oh, bis dahin zu viel. Egal.
müssen wir mal so eine Fackel an die Wand hauen. Wir müssen sowieso mal generell Fackeln herstellen, glaube ich. Zack, so, haben wir wieder ein paar. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den brauchen wir. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Ich glaube, hier kommen wir treffen auf keine Höhle. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber auf Kohle. Kohle ist natürlich auch gut. Die nehmen wir auch mit. Ist schon wieder Nacht draußen oder warum ist hier unten so ein komisches Licht? Das irritiert mich. Ich will unter Tage gar nicht wissen, ob es Nacht oder Tag ist. Sonst weiß ich ja, dass auch immer mehr Monster spawnen. Ah, schön. Ich habe die Zeit nicht wieder laufen lassen. Das ist ja hervorragend. Boah, soll ich denn jetzt wissen, wann 15 Minuten rum sind? Ich habe keine Ahnung. Keine Idee, wie ich das jetzt rausfinden soll. Das ist natürlich fantastisch. Nur wegen dieser Unterbrechung. Ich nehme mal noch einfach... Ja, weiß ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Erstmal noch weiter aufnehmen. Das sind noch sind es keine 15 Minuten. Glaube ich einfach nicht dran. Ach, Glück sei Dank, haben wir noch einen dabei. Das Problem ist halt, ich muss so viel aufnehmen und ich habe nicht so viel Zeit, jede Folge zu überziehen. Also ihr werdet es verstehen müssen, leider. Ich sagte ja schon vor ein paar Folgen, dass ich 7 Stück am Stück aufnehmen muss, weil ich sonst einfach nicht mehr mit der Zeit hinkomme, ne? Wegen Ostern und so. Ja, also in der nächsten Folge ist ja schon Ostern für euch. Für mich halt noch nicht, aber... Wir werden sehen. Ja, ich glaube, hier finde ich keine Höhle. Komm, hier kann ich wieder rausgehen. Mal zwischendurch so beim Jumpen ein Schnitzel essen. Das ist ein Jump-Schnitzel sozusagen. 8 Elemente, 3, 5, ich habe keine Ahnung. Dürften noch nicht genug Minuten sein. Und ich will die Folge jetzt auch nicht zu kurz machen. Aber dann ist das Geschrei wieder groß. Oh, du machst nur 9 Minuten Folgen, was ist denn da los? Bist du krank? Oder so. Und dann sage ich, nee, ich habe nur voll verkackt. Und das habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust zu. Was steht da oben? Schweine. Hier findest du überall Schweine. Was für ein Geräusch. Ich will gleich Nacht und ich bin ja irgendwo mitten in den Karpaten, ne? Genau so wird es nämlich sein. Naja, ich gehe zumindest Richtung Zombie-Spawner und Lager an der Schlucht. Das sind Kühe, die so Krach machen. Diese Schweine, die immer auf Bäume rumklettern. Spider-Schwein, Spider-Schwein, do whatever, Spider-Schwein, do. Oder so ähnlich war das doch, ne? Bitte schreibt mir das, wie es richtig war, in die Kommentare, damit ich das nächste Mal das richtig sehen kann. Hier ist eine angedeutete Schlucht, aber kein Höhleneingang. Wenn ich natürlich jetzt hier weitergehe, komme ich sowieso gleich wieder irgendwo in die Höhle, die ich schon kenne. Wo zum Beispiel der Zombie-Spawner da unten ist. Und ich weiß nicht, ob wir das wollen. Ob wir das wollen, weiß ich nicht. Ja, wir sind schon... für meinen Geschmack viel zu nah an diesen Sachen hier dran. Dann, ah ja, da hinten ist unser Raum. Cool, ist da ein Bett drin? Dann kann ich gerade mal schlafen, mich legen, weil es wird nämlich gerade Nacht. Das können wir einfach mal gucken, ne? Jo, da ist ein Bett drin. Gute Nacht. Und guten Morgen. Und ich werde mal ganz kurz überprüfen, was denn so 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja, ihr seht natürlich jetzt nichts, das macht mir aber nichts. Das ist einfach nur 6, 6, 5. Ich glaube, die Folge ist fertig. Also, ich verabschiede mich mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!